Die Züge beliefern meine Fabrik jetzt automatisch. Ah! Nein, ich habe keine Muni. Ah! Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Es liegt mir immer auf der Zunge, Suchtis Factory zu sagen. Aber ich muss dann schon, wenn schon, denn schon Suchtis Factorio draus machen. Weil sonst ist das ein bisschen komisch, weil dann wäre ich nämlich sonst im falschen Spiel. Ich habe jetzt schon mal eine kleine Testfahrt aus Versehen mehr oder weniger unternommen mit dem kompletten Zug. Offscreen und dabei habe ich aus Versehen schon Material eingeladen. Das Problem ist jetzt aktuell nämlich, warum habe ich schon aus Versehen eine kleine Testfahrt offscreen unternommen? Wenn ihr übrigens nicht gesehen habt, wie wir zum Zug gekommen sind, wie ich zum Zug gekommen bin, rechts oben in der Ecke ist die komplette Playlist verlinkt und wenn ihr das hier feiert, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Genau, ich hatte nämlich Alarm gehabt in der Minenbase, ich mach mal die Map auf. Da oben habe ich Alarm gehabt, da war Alarm und da musste ich hinfahren und dann habe ich Tiere überfahren und dann fanden die das nicht so geil und sind da richtig drauf losgeschwärmt und da musste ich erstmal erschießen, was das so, also die Türme mussten erschießen. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Munition mit dahin, weil wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass da mehr Munition und mehr Turrets am Start sind, weil da oben gehen sie jetzt richtig drauf los, denn diese ganzen Minatoren, die da oben stehen, die sorgen dafür, dass die Umweltverschmutzung nach oben, ich habe keine Dings mehr. Warum habe ich denn... Hier ist ja gar nicht mehr Munition. Ich muss die Munition wieder anwerfen hier. Ich muss die wieder produzieren lassen, ganz dringend. Sonst habe ich ja ein Riesenproblem jetzt, wenn ich das nicht mache. Okay, warte, ich habe eine Idee. Wähl das mal ab. Läuft das schnell genug durch, dass die das schnell genug rausgraben hier? Ja, das sollte passen, genau. Alles ist richtig. Ich wollte gerade sagen, warum. Aber nee, alles ist gut. Genau. Ich werde jetzt dafür sorgen, dass wir Dinge tun. Wir müssen nämlich jetzt automatisch eine automatisierte Bahnstrecke einrichten. Und hier sieht man, finde ich, schon auch wieder, dass es sich um ein Early Access Spiel handelt. Warum sieht man das? Weil mir jetzt zwar die Aufgabe im Tutorial ja gestellt wird, ich soll das einrichten. Mir wird aber nicht gesagt, wie ich das einrichte. Das ist sehr lustig. Ja, also wenn ich jetzt ein Vollnoob bin, was ja durchaus einige werden sagen, ja, das trifft voll auf dich zu, die Bezeichnung. Ja, wenn ich jetzt ein Vollnoob bin, ich würde jetzt erstmal gar nicht wissen, was ich machen soll. So, aber ich muss, glaube ich, irgendwie auf den Zug, genau, und dann klicken, wo ich da auch den Brennstoff reinstecke. Und ihr seht schon, ja, ich habe da oben auch schon Material jetzt abgeholt. Das heißt, wir haben hier jetzt auch schon wieder Eisen drin. Alter Schwede, wie viel Eisen wir haben, guckt euch das an. Ich glaube, ich muss dann hier mal ganz dringend, pass mal auf, das können wir schon mal machen jetzt. Ich ersetze jetzt mal die ganzen Strommasten hier durch die geilen Masten. Dann haben wir nämlich hier, dann können wir nämlich hier gleich mal direkt mehr umsetzen und so. Hier, warte. Dann läuft das nämlich. Guckt euch das an. Hier, jetzt, genau. Bam, so. So ist das geil. Und hier die kaputten Sachen. Die können wir jetzt hier auch mal ersetzen eigentlich. Genau. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. Und dann macht man... Warte. Das noch. Genau, und dann mache ich noch hier rote Arme. Ich brauche rote Arme. Aber wie, warte. So. Und so. Achso, der hat einfach nur keinen Strom da unten. Ha, da brauche ich wieder einen Mast. Kann ich noch einen machen? Ne, ich brauche Kupferplatten für Mästchen. Kann ich nicht die Kupferplatten... Ne, kann ich nicht. Warte, da grab ich mir mal schnell welche runter. Das müssen wir mal schnell machen, damit das da auch läuft. Ich glaube, im Auto hätte ich auch noch welche zur Not. Hier, guck mal. Wir machen mal diese ganzen geilen Masten hier. So. Dann können wir den da löschen, glaube ich. Na, dann mache ich hier noch einen hin. Genau. Jetzt läuft das hier richtig, meine lieben Freunde. Das ist mal eine Produktionssteigerung. Nicht schlecht. So mögen wir das. So ist das geil. Und an sich diese Platten hier, warte mal, die können wir jetzt ja eigentlich auch mit auf dieses Band hier unten rauf babbern. Warte. Ich werde, glaube ich, schon wieder angegriffen. Wo wäre ich denn angegriffen? Objekt wurde zerstört. Nein, das sind Geschütztürme, die zerstört werden. Wo ist das? Da unten. Oh Gott, ich muss da hinfahren. Ich muss da schnell hinfahren. Nein, ich muss hinfahren. Schnell. Einsteigen. Voll Dampf voraus. Kann der Zug eigentlich auch schießen? Wir haben nämlich viel Umweltverschmutzung. Das finden die Viecher nämlich nicht so geil. Deswegen greifen sie uns mal an.
Wie? Hier ist gar nichts. Wurde der jetzt eigentlich beschädigt oder zerstört? Boah, die haben den zerstört hier, den Turm. Den habe ich hier hingestellt. Die Schweine. Die hässlichen Kackviecher. Okay, warte. Ich muss hier noch Masten aufstellen. Hier ist nämlich noch nicht alles angeschlossen, wie wir sehen können. Wie wir unschwer erkennen können, ist hier nicht alles angeschlossen, was glänzt. Der Rest ist aber angeschlossen. Und ein paar Sachen sind natürlich... Ach du Scheiße, da oben sind auch welche kaputt gegangen, oder? Nee, das sieht nur so aus. Das ist alles gut. Ich habe halt auch nicht mehr so viel Munition gehabt. Ich musste erstmal die Munitionsfabrik jetzt wieder neu starten. Das ist auch noch so ein Ding. Und ich selber habe ohne jetzt mehr so viel Munition. Komm, wir müssen hier mal noch zwei Türme jetzt aufbauen. Offensichtlich ist das ja sehr notwendig, dass wir das hier machen. Sonst kriegen wir hier große Schwierigkeiten. Großes Schwierigkeiten. Dann nehme ich jetzt mal meine Munition raus und verteile die jetzt hier nochmal. Hoffentlich. Hoffentlich reicht das. Und eigentlich brauchen wir auch noch mehr Mauern. Ich muss mal gucken, dass wir mal irgendwie so eine Ziegelproduktion machen. Dass wir hier die Mauern mal davor bauen. Aber warte, wir können doch. Können wir nicht? Ja, toll. Bringt wahnsinnig viel. Nee, warte, kann ich nicht hier hinten einfach die Mauern wegmachen? Und dann hier vorne aufbauen? Damit die Türme ja wenigstens auch ein bisschen Schutz haben. Vielleicht einfach das so machen. Warte. Dann lieber hier noch eine hin. Und hier noch eine hin. Ja, guck mal, so ist es, glaube ich, etwas schlauer, wenn wir das so machen. Und vielleicht nochmal reparieren. So ist es, glaube ich, ganz geil. Dann ist das hier ein bisschen geschützt. Und die Dinger, die können auch noch ein bisschen mithelfen. Wir brauchen mehr Munition. Wir müssen die Munition jetzt erstmal verteilen. Und dann muss ich mal schauen, dass ich so eine automatische Strecke einrichte. Mit Bahnhof und Reihenfolge und allem. Indem ich dann auf die Lok klicke, so wie ich es gerade schon gemacht habe. Der Spielbär genießt das Leben in vollen Zügen. Ja, vor allem, wenn ich die hässlichen Kackviecher mit dem Zug überfahren kann. Das ist mal ein absolutes Highlight. Ich kann es euch sagen, ey. Jetzt erstmal Autoroute einstellen. Haltestelle hinzufügen. Eisenerzbergwerk. Haltestelle hinzufügen. Eisenerzverarbeitung. Automatisch. Ha, es fährt. Juhu, ich habe eine automatische Strecke gebaut. Ich habe wie ein Sardis Factory. Und kommt der dann auch wieder zurück? Was ist denn eigentlich, wenn der mich überfährt? Soll ich mal speichern und mich über... Komm, ich speichere mal und lass mich mal überfahren. Ich will das jetzt wissen, was da passiert. Speichern, so. Ich will wissen, was da passiert. Komm, überfahr mich. Sehr gut, die Züge beliefern meine Fabrik jetzt automatisch. Ah! Nein, ich habe keine Muni... Ah! Okay, warte. Spiel laden. Das geht ja schnell. Okay, man sollte definitiv nicht... auf die Strecke gehen, um dann sich überfahren zu lassen. Das geht ja schneller als, weiß ich nicht. Das ist ja heftig. Ich glaube, ich sollte es unterlassen, auf die Strecken umzulaufen. Das wird mir bestimmt noch so oft passieren, dass ich einfach aus Versehen und nicht dran denke, einfach über die Strecken laufe und so. Das bedeutet, dass ich meine Produktion ordentlich steigern kann. Die Einheimischen hier werden jedoch zusehen. Ja, das kann man wohl sagen. Die werden zusehen. Zusehend aggressiver. Warte. Hier, oh ja, jetzt habe ich hier richtig nochmal Muni gekriegt. Sammle Vorräte in meine... Nein, nicht schon. Panzerbrechende Munition. Okay, ich muss die Forschung wieder neu starten, glaube ich. Ich glaube, panzerbrechende Munition kriege ich nur mit Forschung. Ach ja, mit T. Hier, warte. Projektilschaden. Feuerrate. Stärkere Sprengstoffe. Militär 2. Ich habe keine Ahnung, wo ist denn panzerbrechende Munition? Ich mach mal das hier erstmal. Wir müssen das eh jetzt alles mal ein bisschen weiter forschen lassen. Das wird jetzt langsam mal Zeit, dass wir das hier machen. Oh Gott. Ist alles zu spät hier. Oh Gott. Kann ich eigentlich einsteigen jetzt? Und warum hält denn der nicht? Jetzt 500 Züge auf das Gleis gehen. Warum hält denn der? Der hat jetzt gerade nicht gehalten. Ist das normal? Hätte der nicht hier stehen bleiben müssen? Oder muss ich dem ein Timing geben irgendwie? Bei deinem Zug fehlen die Warteverbindungen. Ja, und wie mache ich denn das? Das wird mir ja nicht erklärt, dass ich das brauche. Das erklären die mir hier nicht. Na toll. Da muss ich warten, bis er wiederkommt.
Die Verbindungen waren nicht eingestellt. Halt. War. Ach so, Warteverbindung hinzufügen. Zeit vergangen. 30 Sekunden. Warteverbindung. Zeit. Ich mach mal 30 Sekunden, wa? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Weg damit. Militär abgeschlossen. Das ging aber schnell. Ich glaube, mal Granaten zu erforschen ist auch keine so schlechte Idee. Das wird doch bestimmt für Sprengstoff auch gar nicht so nütz sein. Vielleicht auch mal hier dann noch die Forschungsgeschwindigkeit auch noch erforschen. Das könnte auch schlau sein. Ah Mann, wir haben so viele Möglichkeiten, was wir machen können. Das ist der absolute Hammer jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss. Ich sollte vielleicht damit anfangen, dass ich mir mal Munition in meinen Halfter stecke. So, warte. Ich hol mir mal Muni. Aus die Kiste. Und die stecke ich mir jetzt mal rein. So. Dann schlägt er nämlich nicht mit der kleinen Spitzhacke zu, sondern dann schlägt er nämlich mal richtig zu. Nicht über die Gleise laufen. Was mache ich denn jetzt schon wieder für einen Scheiß? Was ist eigentlich, wenn ich mit dem Auto gegen den Zug fahre? Wer wird da gewinnen? Das ist so eine Frage jetzt. Boah, das geht so schnell, ey. Jetzt weiß man erstmal. Also, da kannst du gar nicht reagieren. Ah! Versucht's doch. Oh, da hinten ist Stress, glaube ich, irgendwo. Ah, nee, das bin ja ich. Ich bin der Stress. Ich bin der da, wo Stress ist. Oh nein! Ich muss hier drüber fahren. Das ist natürlich ein großes Risiko, ne? Wenn man dann so mit dem Auto unterwegs ist und man fährt dann einfach mal so über die Gleise und dann kommt vielleicht der Zug und dann explodieren vielleicht beide. Auto und Zug. Guck mal, das sieht schon gar nicht mehr so ungeil aus, wenn ich mir das hier so angucke. Wow, das war, glaube ich, auch nicht ganz so ohne Grad. Das hätte auch ganz schön ins Auge gehen können jetzt, wenn ich da noch ein bisschen weiter oben gestanden hätte. Ich hole mal noch ein bisschen mehr Munition. Ja, das sieht gut aus mit den 30 Sekunden. Stress. Stressviecher. Habe ich noch genug Muni im Auto? Oh, warte, nicht in den Wald fahren. Ah, das ist aber geil mit der Kanone auf dem Auto. Da kommt man sich ein bisschen vor wie so StarCraft-mäßig irgendwie. Ich finde, es hat auch so ein bisschen so von... Ah, von der Grafik hat es auch so ein bisschen was. Ah, ich kann nicht reparieren, wenn ich im Auto sitze. Ich kann mein Auto nicht von innen reparieren, nur von außen. Was brauchen wir denn eigentlich? Stahlträger. Wir müssen mal eine Stahlträgerproduktion machen. Wir müssen mal Zahnräder einlagern, mehr Schaltkreise produzieren und Solarpaneele herstellen. Ich mach das gleich. Ich muss erstmal dafür sorgen, dass die Verteidigung steht. Nicht, dass mir hier die Viecher die Base überrennen dann. Ach, immer. Ich treffe aber auch immer. Kann ich das blöde Ding nicht wegmachen? Warte mal. Kann ich dieses Scheißding da nicht wegmachen? Diesen Scheißfelsen? Ich fahre immer da rein. Ich kann ihn zerstören, aber es dauert ewig. Oh ne, doch nicht. Okay. Volle Power. Ja, sehr schön. Lol. Ah! Stopp! Die Wanzen hier. Die hässlichen. Kommt doch. Die Hässlichkeiten. Die hässlichen Kackviecher, ihr. Ich muss reparieren. Einsteigen. Ich baue jetzt hier noch Türme auf. In der Base. Wir brauchen mehr Türme. Mann, das ist unglaublich. Irgendwann werde ich noch überfahren an so einer Stelle mit dem Auto. Irgendwann passiert das noch. So, jetzt pass mal auf. Wir brauchen hier noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen mehr Muni. So, hier ist eigentlich jetzt okay. Oh, das war knapp. Leben am Limit, kann ich da noch sagen. Nicht schlecht. So, hier machen wir auch noch ein bisschen Muni rein, wa? Und vielleicht noch einen aufbauen hier. Oder warte mal, kommen die eigentlich auch von der anderen Seite? Ich glaube, von hier kommen sie auch. Ich glaube, da muss ich auch ein bisschen aufpassen. Ich baue mal hier noch einen Turm hin. Da. Hier sitzt dieser Doppelwand, sehe ich gerade. Das ist ja dekadent, warte mal. Das muss ja hier nicht sein, oder? Dann mache ich lieber mal die Lücken zu. Ich glaube, ich höre sie schon wieder. Ich glaube, sie sind gerade da rumgekreucht und fleucht. Dann machen wir doch lieber hier noch mal ein bisschen. So.
So, und dann mache ich da noch einen Turm hin. Und dann trennen wir mal hier noch das auf. So. Genau. Und den stellen wir ein bisschen rüber. Den Laser. Den stellen wir hier hin. Mit Strom. Genau. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den Laser noch nie schießen sehen, muss ich mal dazu sagen. Ich weiß nicht, wie der sich so macht in so einer Situation. Ich hoffe, die Verteidigung ist jetzt gut genug. Hier sind noch, hier fehlt noch. Oh, scheiße, ey. Man muss echt aufpassen. Man muss echt mega aufpassen, ey. Das kann hier richtig übel ins Auge gehen, wenn man hier nicht aufpasst. Kann ich da nicht einfach, warte mal. Ich da einfach mal den da hinstelle und den da hinstelle, dann geht das doch. Nice. Wie viel kann so ein Wagen eigentlich? 600, nee. 40 kann der aufnehmen. Nee. 40 Lagerplätze hat er. 10 hat er jetzt voll, okay. Ja, der kann ganz schön viel aufnehmen. Nicht schlecht. Jo, ich glaube, das ist jetzt hier ganz gut verteidigt. Komm, steige ich mal jetzt ein und fahren wir mal wieder zurück. Jetzt baue ich mal größere Anlagen. Oder soll ich lieber vorher nochmal versuchen, die hässlichen, die Viecher einfach mal zu töten. Hier, warte mal, wir können... Ah! Ich glaube, ja, die haben dieselbe Idee gehabt. Nein, ich komme hier nicht mehr weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich muss reparieren. Schnell aussteigen, aussteigen, aussteigen. Ah, Kacke. Was? Ah! Aussteigen. Reparieren. Was? Einsteigen. Was? Ich hab Sprengstoff freigeschaltet. Ah, ich kann mit meinem Auto auch da dran vorbeifahren und das Ding abschießen. Ah, hahaha. Ja, weiter. Yes, es ist geplatzt. Ich hoffe, das ist jetzt auch dauerhaft geplatzt. Ich mach das jetzt einfach da an der anderen Stelle. Ah! Tut mir leid, Zug. Das wollte ich jetzt nicht. Ist ein Versehen gewesen. Ich mach das hier oben jetzt auch. Ah, vielleicht sollte ich nochmal reparieren, schnell. Stopp! Aussteigen! Ich mach die jetzt alle platt, die hässlichen Kackviecher. Ja, okay. Boah! Der ist was geil mit den Lasern. Nicht schlecht. Okay, warte. Jetzt schnell hin! Jetzt sind sie verwundbar. Ah! Oh, oh, Kacke. Ich kann nicht mehr weg. Von wegen, sie sind verwundbar. Genau. Schnell mal hier zur Base zurück. Schnell reparieren. Aussteigen. Vielleicht sollte ich noch schnell mal... Das klingt wie beim Zahnarzt. Kann ich es riskieren, da jetzt hochzufahren und die zu töten? Oh, ah! Stopp. In Bewegung bleiben. Ich muss in Bewegung bleiben. Ach, deswegen sind da so viele. Da sind ja mehrere Nester. Fahr, fahr, fahr. Fahr doch. Kacke, Mann, fahr. Platt machen, platt machen. Yes. Next. Warum? Fahr doch. Ja. Nice. Stopp. Weiter, 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 weiter. Ja, hahaha, nehmt das, ihr hässlichen Pustelnester. Ja, ich hab sie besiegt. Ausgerottet habe ich sie. Auf nimmer Wiedersehen. See you later, Alligator. Nein, scheiße. Und da ist noch eins. Komm, ich mach die jetzt alle weg. Ich mach die jetzt einen nach dem anderen weg. Ich zerstöre die jetzt komplett. Totale Vernichtung. Alles wegmachen. Mann, ah ja, immer steht irgendwas im Weg hier. Mann! Sag mal, haben diese Felsen immer eine Zielsuchfunktion? Das gibt's doch gar nicht. Ständig finden die mich. Seid ihr hier, Kackviecher? Seid ihr hier? Ja, seid ihr. Fahr rückwärts. Damit habt ihr nicht gerechnet. Oh, das ist der Spucker. Nein, rückwärts, rückwärts, rückwärts.
Ach du Kacke, ach du Kacke. Nein, nicht so hängen bleiben jetzt. Muss aussteigen. Muss aussteigen, reparieren. Aussteigen, reparieren. Nein, ich habe nichts mehr zu reparieren, scheiße. Wow, das war knapp. Da! In Bewegung bleiben. Rückwärts, 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 rückwärts. Okay, der eine Spucker ist weg. Nein, mein Auto, mein Auto. Oh Gott, ist es fast kaputt. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ha, ha, ha. Andersrum. Stopp. Aussteigen. Schnell. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ich muss schnell hier reparieren machen. War es nicht genügend Komponenten? Was fehlt? Ach so, die dummen Platten wieder. Warte, ich hole sie mir, ich hole sie mir, ich hole sie mir. Ich weiß, wo sie sind. Gib sie mir, gib sie mir. Gib sie mir. Gib mir alles. Ich muss mein Auto reparieren. Ich will jetzt diese hässlichen Kackviecher platt machen da. Ich will sie ausrotten. Erstmal reparieren. Ich dulde es nicht, dass mein Auto repariert, zerstört wird. Ich dulde es nicht, dass mein Auto repariert wird. Ah, Spielbär. So, jetzt schnell. Jetzt machen wir sie platt. Wir müssen das Momentum nutzen jetzt. Wo waren sie nochmal? Ah, hier waren sie. Ich hab sie gefunden. Erstmal die blöden Spucker da wegmachen. Fahr, schieß doch, mach. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Zerstören, zerstören. Ja, 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 ja. Und next. Töte es, bevor es Eier legt. Ja, ausgerottet. Jetzt haben wir Ruhe. Scheiße. Erstmal aussteigen, reparieren. Und das ganz ohne Explosivmittel. Ich bin stolz auf mich. So, jetzt fahren wir zurück und machen die Produktion, die wir brauchen. Ich wollte jetzt mal für Ruhe sorgen. Dem Zoom hat er noch nicht entdeckt. Doch, ich weiß, dass ich rauszoomen kann, aber dann sehe ich ja gar nichts mehr. Da erkenne ich ja gar nichts mehr, wo ich bin. Da weiß ich, guck mal, wo bin ich jetzt? Ich sehe mich überhaupt nicht mehr. Da verliere ich ja total den Überblick. Hier, jetzt sehe ich mir, wo ich bin. Ich bin auf meine Figur fokussiert. Ich bin sehr figurbetont unterwegs. Ach ja, stimmt, scheiße. Das haben wir ja noch gar nicht automatisiert hier. Ha, jetzt muss ich erstmal erforschen hier den Hochofen. Dann habe ich nämlich, dann kann ich nämlich hier, guck mal, dann kann ich nämlich hier die Hochöfen noch in Stand bringen hier, die hier noch fehlen da, die da jetzt nicht in Stand sind. Warum laufen die hier nicht? Kann das sein, dass die Reihe hier eigentlich dafür gedacht ist, dass man den Kupfer von der südlichen Erzmine verarbeitet und das ist hier gedacht für die Platten hier oben? Ich glaube ja. Dann ergibt nämlich die ganze Anlage plötzlich auch Sinn. Toll, in der wievielten Folge habe ich es jetzt rausbekommen, dass es so ist. Unglaublich. Ach egal, ich mache das einfach, wie ich das denke. Ach du Scheiße, wie krass das ist, wenn plötzlich da so ein Riesenzug am Start ist. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie mache ich denn das jetzt eigentlich ganz sinnvollerweise? Also jetzt haben wir ja hier oben ganz viele Platten, so. Das heißt, eigentlich müssen wir jetzt das noch mal ein bisschen ummodeln, würde ich sagen. Wir brauchen panzerbrechende Munition, da muss ich erst mal gucken, wie mache ich die denn eigentlich? Mit Kupferplatten, Stahlträgern und Schusswaffen. Wir machen hier jetzt mal eine Stahlträgerproduktion draus, würde ich sagen. Also das heißt, ich lösche das mal weg hier und ziehe mir jetzt das hier mal so richtig durch. So. Und dann machen wir mal hier... Ja, da machen wir dann Hochöfen, wenn das durchgerödelt ist mit der Forschung. Und bauen hier mal Hochöfen hin und machen da mal dann Stahlträger draus, würde ich sagen. Ich meine, ich könnte jetzt auch die normalen Öfen benutzen natürlich. Aber mache ich jetzt nicht. Weil ich das jetzt ignoriere. Weil ich jetzt warte, bis die fortgeschrittene Materialverarbeitung fertig ist. Dann können wir nämlich das hier schon mal wegmachen. Das brauchen wir ja gar nicht mehr. Damit mit dem Scheiß. Wie viele Motoren sind eigentlich durch? Oh, 4 Motoren, siehst du mal? Nicht schlecht. Dann nehme ich das jetzt auch mal weg. Das können wir ja dann oben benutzen eigentlich. Forschung läuft ja. Habe ich jetzt eigentlich die Forschung mit der schnelleren Forschung schon gemacht?
Nee, natürlich nicht. Ich bin auch blöd, weißt du? Ich mache erst die ganzen anderen Sachen, bevor ich dann die Forschung beschleunige. Also ich erforsche erst alles und beschleunige dann die Forschung. Auch wieder sehr intelligent. Egal. Logik. Ah! Logik ist ja hier auf jeden Fall am Start. Oh, warte mal, da unten sind noch Nester. Ich mache jetzt die ganzen Nester kaputt. Ich rotte die Viecher jetzt komplett aus. Ich habe keinen Bock mehr auf Viehzeug. Ach du Scheiße, was ist denn hier, ey? Der Avatar-Wald. Du Scheiße, da kommt man ja gar nicht durch. Kein Wunder, dass da keine Viecher kommen von unten. Warte mal. Muss noch mal reparieren jetzt. Ist ja kein Wunder, dass die nicht zu mir kommen. Kommt man da irgendwo besser durch noch? Weil ich fahr mal hier so außen rum. Na, wie viel ist das? Sieht da aus wie 3 von diesen hässlichen Kack-Blobs. Ich glaube, da sind einige Viecher da unten. Oh, ja, rückwärts. Und jetzt rein. Wow, wow, wow. Schießen. Yes, weiter, weiter, weiter. Weiter schießen. Weiter. Hallo, du sollst auf das Ding schießen, Gottdammit. Warum machst du es nicht? Bist schon wieder Rappel. Erschießt den Blob, erschießt den Blob. Ja, Blob weg. Jetzt bloppen wir das hier weg, meine lieben Freunde. Hehehehe. Da ist ja noch einer, oh Gott. Weiter, 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 weiter. Jawohl, und weggeploppt. Sie sind weggeblöpst. Nice. Während hier meine Forschung läuft, können wir ja auch was Sinnvolles machen und töten gehen. Finde ich gut. Mann, immer ist irgendwas hier. Mann, häng doch nicht. Boah. Ich wollte hier parken. Hier. Puh. Mal reparieren. Wofür gibt es denn auch Repair Kits, wenn ich für sinnlos beschädigte Dinge. So. Ah, guck mal, jetzt ist hier schon wieder nicht mehr so viel Produktionsniveau. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen, bisschen Teil von dem Eisenerz einfach mal rüberlegen lassen hier. Warte mal. Machen das jetzt mal so. Genau. Ja, genau so. Das ist beeindruckend, oder? Wie ich das wieder hingekriegt habe. Yes. Genau, so läuft das jetzt hier nämlich. Kleine Ergänzung. Weil hier kommt nämlich nicht mehr so viel, ne? Das ist, oh Gott. Hier, das seht ihr schon, ne? Hier kommt nämlich nicht mehr so viel. Das ist jetzt großteils verbraucht. Guck mal, der ist rot, der ist rot, der ist rot, der ist rot und der ist rot. Der einzige, der noch läuft, ist der hier. Der einzige, der noch richtig Gas gibt, ist mein gottverdammter Truck. Oh, ich habe was erforscht. Fortgeschrittene, weißt du was, jetzt mache ich erstmal Forschungsgeschwindigkeit hier. Damit wir wenigstens die letzten paar Technologien noch sinnvoll beschleunigen beim Forschen. Ja gut, jetzt haben wir ja die Schmelzen, oder? Die Hochöfen? Stahlträger und Ziegelsteine brauche ich, okay. Moment, Stahlträger. Ach so, die produziere ich jetzt ja schon nicht mehr. Ich glaube, wir müssen vorher erstmal nochmal... Wir müssen das nochmal traditionell machen jetzt. Es tut mir jetzt in der Seele weh, dass ich das jetzt so machen muss, aber so ist es jetzt halt. So? Ja! Schlau, hä? Dann kann ich nämlich auf der Rückseite das abführen. Nein! Falsche Taste. So, warte, wir brauchen... Ach, die geilen Strommasten. Ah doch, die kann ich bauen. Ich wollte gerade sagen, die kann ich jetzt ja auch nicht bauen. Ah, nee, kann ich bauen. Alles gut. Guck mal, kann ich nämlich mit einem Mast gleich alles an den Start bringen hier. Warum kriegen die jetzt kein Zeug? Ach so, weil jetzt... Weil, hä? Müssten die jetzt nicht eigentlich... Ach so, doch, kriegen sie ja. Nee, alles ist gut. Ich glaube, ich brauche einfach nur noch mehr. Ja. Warte, dann nimm das mal da weg. Erstmal alles wieder zerstören, was man gerade gebaut hat. Sehr gut. Mach's mal so, genau. Genau, dann können wir nämlich hier Band hinbauen. Dann kann ich nämlich erstmal alles in eine Kiste fördern lassen.
Also so nicht. So. Mit Strom. Ja, da, da. Na, warum geht's nicht weiter hier? Was ist hier los? Ach, das dauert so lange. Okay. Gut, dann, ja, mehr Anlagen halt, ne? Oh, wie viel, was brauche ich jetzt für diese Hochöfen? Ziegel, ah ja, stimmt, Ziegel brauche ich auch noch. Oh Gott, warte, da muss ich ja auch noch eine Produktionsanlage machen dafür. Ah nee, Quatsch, die haben wir doch schon, ich bin auch blöd. Wo, hä, Moment mal, warum werden die da wieder rausgegrabt? Ah, das sind ja die Mauern, genau. Die habe ich doch automatisch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, lol. Geil, da kann ich ja meine ganze Base jetzt einmauern. Das habe ich schon wieder voll vergessen. Lol, das habe ich total vergessen, dass ich das da automatisiert habe. Wie geil ist denn das? Das habe ich vollkommen vergessen. Vollkommen vergessen habe ich. Jetzt brauche ich sie nicht mehr. Ja, warte, da können wir sie anhalten, die Produktion. Wir haben jetzt genug Mauern. Das reicht, das reicht. Stopp, anhalten, nicht mehr weiter rausgreifen. Nicht mehr weitermachen. Lieber noch ein bisschen mehr Steine hier reinstecken. Genau. Dann kommt nämlich mehr rein. Ey, was ist das? Warum ist da Eisen drauf? Wo kommt das jetzt her? Nein, da ist ja noch... Ach. Weiter nach drüben. Stopp. Kein Eisen drauf. Okay, wir müssen es so platzieren und so platzieren. Genau. Dann gibt's auch kein Eisen. Glaube ich. Ja, genau so ist das richtig. So ist das richtig. Jetzt kommt hier auch mehr rein. Genau, dann werden mehr Ziegel produziert. Dann kann ich nämlich auch schneller hier den Kram bauen. Jetzt kann ich die Dinger bauen, oder? Jawohl, jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich. Jetzt kann ich das. Yes! Ich habe Hochöfen. Dann kann ich ja endlich Eisenzahnrad. Solarpaneele kann ich auch Massen produzieren. Da brauche ich dann eine Produktionsanlage dafür. Ne? Wofür habe ich jetzt nochmal die Hochöfen gebraucht? Damit das schneller geht mit den Stahlträgern, genau. Genau, so war das. Hier, genau, jetzt können wir es nämlich ersetzen. Guck mal, jetzt kann ich das so machen. Nein, hört ihr auf, das hinzulegen? Lass das. Finger weg. Hört auf damit. So. Jetzt machen wir es nochmal. Mit Hochöfen machen wir das jetzt. Wo ist denn der Hochofen? Da. Der, genau, kommt jetzt da, da, da und dahin. Und dann machen wir das nämlich so, so, so und so und so und so und so und so. Irgendwas war da gerade mit dem Strom nicht richtig. Aber jetzt ist alles gut. Jetzt laufen sie. Nun hast du Kohle und Stein auf einem Band. Hab ich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall kriege ich jetzt schneller Stahlträger. Geht doch schneller, oder? Mit den Hochöfen? Nimm doch einfach blaue Greifer. Das könnte ich auch machen, ja. Aber es geht ja offensichtlich jetzt schon zu langsam. Die Verarbeitung. Da brauche ich ja keine blauen Greifer. Die brauche ich ja nur, wenn die Greifer langsamer sind als die Verarbeitung. Oder sich das Material staut und nicht schnell genug rübergelagert werden kann, weil die Verarbeitung... Ja, wenn die Verarbeitung schneller ist als die Zulieferung, dann brauche ich die blauen. Wenn nicht, ist egal. Du hast aber viel Gerümpel im Inventar. Ja, kann man ja alles entrümpeln an sich. Ich überlege gerade, warte mal, wir brauchen Stahlträger... Das wird ja... Eigentlich kann ich es noch größer bauen, oder? Wir haben ja hier noch genug Zeug. Komm, wir machen das noch größer jetzt. Ich denke schon wieder viel zu klein. Ha! Gleich mal abgeschlossen hier den Spaß. Und dann lasst uns doch mal... Ach, guck mal, ich kann sogar noch weiter forschen hier mit Forschungsgeschwindigkeit. Nicht schlecht. Lasst uns das doch mal hier wegnehmen einfach und sagen... Huch. Guck mal, wir können das doch hier weitermachen noch. Wir haben ja auch noch Hochöfen jetzt. Zwei Stück. So, ja, kann ich doch noch mehr hinstellen jetzt. Ah ja, Ziegel. Warte, ich muss noch Ziegel holen. Wie ich das nicht gecheckt habe, dass ich die Mauern ja automatisiert habe, ey.
Und natürlich habe ich jetzt wieder, wo ich alle Viecher platt gemacht habe, habe ich jetzt wieder genug Zeug. Also zu viel Zeug. Aber das kann ich ja an sich eigentlich alles in mein Auto packen und dann im nächsten Level benutzen, oder? Ah, warte, Arme haben wir doch auch. Jetzt nicht hier alles selber machen immer. Hier, wir haben doch Arme und Förderbänder und alles. Guck mal, wir haben einen ganzen Stack Arme. Ein Armstack. Guckt euch das an. Huch, nee, warte mal. So, 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 so. Und dann Stromo anschließen hier. So, genau. Guckt euch das doch an, wie geil das ist hier. Nicht schlecht. Und jetzt brauchen wir einen schnellen Arm, glaube ich. Jetzt brauchen wir einen schnellen, weil sonst geht das nämlich nicht schnell genug. Bei der Rate, die das jetzt produziert, ja. Geht das sonst nämlich nicht fix genug. Dann nehme ich jetzt hier die Metallkiste. Jetzt genau, guckt euch das an. Das ist jetzt nämlich da wichtig, dass man da den schnellen hat. Sonst staut sich es nämlich bis ganz nach hinten. Dann wird die Produktion nicht effektiv genutzt. Jetzt kriegen wir die Stahlträger, die wir brauchen, nämlich wesentlich schneller. Und an sich können wir jetzt eigentlich auch hier die ganzen anderen Anlagen hochskalieren. Eisenzahnräder können wir jetzt ja auch noch hochskalieren hier. Guck mal, wir haben jetzt hier... Genau, hier fehlt... Ah! Hier fehlen ja auch noch Anlagen. Warte, warte, warte. Das können wir auch alles noch machen. Ich brauche mehr Stahl. Ich brauche mehr Stahl. Ich kann jetzt alles machen hier. Alles kann ich jetzt machen. Ich habe voll die... Ich bin jetzt voll am Eskalieren hier. Guckt euch das an, wie viele Stahlträger wir schon haben jetzt. Wie schnell das plötzlich geht. Man muss wirklich größer denken, als man denkt. Man muss größer denken, als man hier denkt, ja? Und Ziegel. Ich brauche mehr Ziegel. Wenn du denkst groß, dann denkst du noch nicht groß. Dann denkst du nur, du denkst groß. Guckt euch das an. Was hier passiert. Meine lieben Freunde. Jetzt geht's hier richtig rund. Guckt euch das an. Das ist mal eine Skalierung hier. Das ist mal eine geile Skalierung jetzt. Aber wir brauchen da noch mehr Eisen auf dem Band, auf dem unteren. Das ist noch nicht genug. Wir brauchen mehr. Mach mal. Ich will mal dieses Fenster hier oben ausblenden. Hier, da kann ich die schnellen Arme jetzt benutzen. Das ist eine gute Idee. Lasst es uns tun. Hehehe. Wie flockig das geht hier. Guckt euch das an. Da kommt ja eh zu viel rein schon. Genau. Und Kohle kriegen wir ja genug, oder? Das sollte eigentlich reichen. Oder haben wir hier ein Kohleproblem? Die machen hier gar nichts, diese Arme. Die roten. Jetzt läuft hier alles durch. Guckt euch das an. Jetzt wird es hier auch ordentlich ausgelastet. Und theoretisch erweitern können wir das hier auch noch ein kleines bisschen. Wenn ich hier auch mal den Kabelwirsing wegmache. Aber das ist doch geil, oder? Das ist doch richtig geil hier, was wir jetzt hier am Start haben. Also, ja, für den Anfang halt, ne? Fürs Tutorial. Und ja, ich weiß, ich bin Noob. Was soll ich machen? Ich wurde so geboren. Ich arbeite aber dran, dass ich besser werde, ja? Ich weiß, das ist... Wenn man so rauszoomt, sieht das schon ein bisschen mickrig aus, was ich bis jetzt geschafft habe. Aber was soll ich machen? Das Spiel ist halt... Es hat eine steile Lernkurve und es ist sehr... man muss erstmal klarkommen darauf. Und ich glaube, wenn ich das von Anfang an aufbauen würde, weil das sind ja auch immer schon existierende Anlagen, da würde ich, glaube ich, das noch viel... Da würde ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr rumexperimentieren einfach. Ich glaube, wir müssen auch mal langsam ein freies Spiel starten. Das kommt auch noch so dazu. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst, denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!